So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Tag am Flughafen. Wir sind heute wieder dabei und gucken mal, was wir für Aufgaben haben. So, wir haben noch keine Flüge, okay. Gut, dann gehen wir nächsten Tag einfach. Da haben wir bestimmt wieder was zu tun. Weil wir sind ja hier durch heute. So, nächster Flug 17:45. Okay. Da warte ich jetzt aber nicht so lange. Wir haben noch zwei Flüge, die waren... Ja. So, neuen Tag starten. Betrachte meine Fahrzeugliste. Wähle ein Fahrzeug aus. Der Begleiter müsste doch auch eigentlich in der Ding stehen. Sehr schlecht. Gangway. Wir nehmen mal die Gangway. So, wir gucken mal gerade, aber... So, wir fahren mal zum nächsten Ereignis, damit wir da ein bisschen vorspringen können. Das dauert natürlich jetzt alles einen Moment, weil da brauchen wir nicht so ewig warten. Wir wollen ja irgendwie das Flugzeug abfertigen. Okay. Wir haben eine Aufgabe. Den Bus sollen wir fahren. Der eine ist kaputt, der andere. Einen Vorfeldbus besitzen. Okay. Okay. So, jetzt fahren wir zum Gate. Halt. Andersrum. Ich hätte gedacht, wir können das Gangway mal benutzen, mal was anderes machen. Aber scheinbar nicht. Warte mal, den muss ich jetzt warten, bis der hier weg ist. Oh, perfekt, wir können mal das erste Mal eine große Maschine bedienen. Und nicht nur die kleinen. Ha, zu viel, zu früh gedacht. Okay, das ist aber tatsächlich so ein... Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt so eine große Passagiermaschine, aber scheinbar nicht. Das ist eine Propellermaschine. Die ist aber schon ein bisschen was größer als das, was wir vorher hatten. Das dürfte eine Dash 8 sein. Ja, ist es auch. So, erstmal die Leute einladen. Und dann nochmal den Tank. Die fliegen wir mal weg, komplett. Haben wir noch Zeit? So. Nein, möchte ich nicht kaufen, sondern fahren. Dann bringen wir die Passagiere mal zurück. Wir müssen ja zum Gate bringen. Ich hätte gedacht, ich hätte die Musik ein bisschen mehr ausgemacht. Ich hoffe, dass sie nicht weiter stört. Sonst mache ich die jetzt gleich nochmal aus. Oh, warte mal, wir machen sie aus. Audio. So, wir nehmen sie mal komplett raus. So, damit sie
nicht stört. Da kommt ein Kollege mit dem Gepäckwagen. Den lassen wir mal in Ruhe. So, wir müssen hier links. Okay, so viel zum Thema. So rum geht's nicht, dann heißt wir fahren. So, fahren wir tanken. Kann man die tanken? Müssen unseren Flieger ja wieder auftanken. Ach, wir müssen erstmal Sprit fassen. Oh Gott. So, einen Moment, nehmen Treibstoff auf. Und dann fahren wir zum Flieger. So. Ah, der LKW-Fahrer, LKW geht ein bisschen schneller als der Bus, scheinbar. 25 Minuten und wir haben noch Zeit. Ich mache das jetzt anders, ich setze mich jetzt davor. Da schaut das schon der erste Flieger hier. Neben uns. Also so ein bisschen hinter uns. Okay, der möchte, dass wir auf der anderen Seite stehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Scheinbar. Scheinbar in der Richtung. Okay. So, den tanken wir mal aus. So, Bus ist ja abgeschlossen mittlerweile schon. Super. So, Aufgabe ist erledigt. Warte mal. Da bringen wir den Laster kurz in die Warte weg zur Tankstelle, damit er wieder tanken kann. Ich weiß gar nicht, was mit unserem Kollegen ist, ob der den Gepäckwagen auch schon abfährt. Was ist denn hier gerade für ein Verkehr? Seid ihr sich da unterhalten oder was? Wir fahren hier in die Wartung. Gepäck fahren. Fahrzeug betrachten. Das machen wir mal ein bisschen mit dem Schnelldurchlauf. Nun ist gerade das Gepäck bringt jetzt den leeren Anhänger zum Flieger, damit er das Gepäck aufladen kann. So, jetzt hat das Gepäck aufgenommen, jetzt bringt er das zurück. Einreise, also dass man das dann zu den Passagieren bringen kann, die aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, also gerade angekommen sind. So, dann haben wir es, glaube ich, soweit. Den haben wir durch. Der geht jetzt, der kam von Papos wahrscheinlich. Und jetzt geht um 18:45 nach Prag. Und wir fahren jetzt die Passagiere, die nach Prag wollen, zum Flieger.
So, dann fahren wir zum Flieger. Ich muss auf meinen Job konzentrieren hier. Okay, der geht jetzt auch gleich raus. So, alle aussteigen. So, dauert einen Moment. So, erledigt. So, Aufgabe ist erledigt. So. Der wird ja eh jetzt gefahren wahrscheinlich. So, warte mal. Genau, den betrachten wir uns mal. Okay, der hat noch Gepäck verabschiedet. So, dann haben wir das eigentlich soweit. Was mit dem jetzt hier? Kann ich nicht weitermachen, okay? Kann ich ihn jetzt erhöhen? Ah, perfekt. Flug ist beendet. Wunderbar. Wirklich raus. Alles gut. Perfekt. Das ist so das Wichtigste. So. Genau, Fahrzeug betrachten. Das kann ich jetzt machen. Machen wir ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, aber ich weiß, das besser sehen. Perfekt, Fahrzeug. So, wunderbar, dann sind wir fertig. Wir haben noch zwei Fahrzeuge da draußen. Guck mal gerade, wo die Fahrzeuge stehen. Genau, der Bus. Noch irgendein Fahrzeug muss hier draußen stehen. So. Perfekt. Möchte ausbauten. Werkstatt. Ja. Ja. Und die bauen wir noch weiter aus.
So, haben wir das soweit auch? So. Gut. Jetzt wäre so repariert, sondern ich war schon mit qualifiziertem Personal. Okay, oh gut. Fahrer zuweisen, habe ich keinen? Doch, ich habe einen. Den Bus nimmt er an Bord. Den LKW-Fahrer, haben wir da irgendwas? Fährt. Okay, die können beide nichts machen. Das heißt, wir müssen den LKW selber fahren. Hab ich da irgendwie einen Fahrer für? Fahrer, ja. Security hat einen Fahrer, perfekt. Fahrer zuweisen. Alle sind abgearbeitet, sehr gut. Die neuen Kollegen sind alle an Bord. Ja, perfekt. Gut. Dann war's das soweit. So. Spielermechaniker. Achso, ja, gut. So viel zum Thema. Geschwindigkeit mal erhöhen, damit wir da mal ein bisschen weiterkommen. Dauert das nicht? Okay, ich dachte jetzt würde irgendwas passieren. Doch, schau mal, passiert da jetzt gerade was. Kriegt ihr nicht weiter noch weiter erhöht. So, muss die Fahrzeuge mal warten. Gut, dann endet unser auf 8. Arbeitstag jetzt gleich. So. Dann können wir befreien, okay. Ach so, war das, okay. Der Sprit genug drin noch. Ah, verdammt. Gut. Gut, jetzt gucken wir mal, wenn wir Fahrzeuge. Fahrzeuge, haben wir noch irgendwas draußen? Wartung. Draußen. Okay, die Gangway ist noch draußen. Die fahren wir noch kurz in die Werkstatt. Weil dann ist unser Arbeitstag nämlich durch. Ist alles voll. Feierabend.